So, es wird endlich mal wieder Zeit für eine Runde angespielt. Heute spielen wir eine Runde Night of the Dead. Ich bin noch völlig voreingenommen. Ich habe wirklich noch überhaupt keine Ahnung, wie das hier abläuft. Ich weiß, worum es grob geht. Es geht um Zombies und Überleben. Das ist ja erstmal mein Ding. Und ja, macht das vor allem für Michigowski. Und übrigens trinke ich heute das erste Mal, glaube ich, freiwillig einen Tee. Ich hatte Bock auf ein Heißgetränk um 9 Uhr abends und da ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, gibt es jetzt lecker Tee. Und ja, wir gucken mal, wie geil die Zombies sind, ob es Spaß macht. Ich weiß gar nicht, ob es koopfähig ist. Da steht mehr Spieler. Das heißt, ich könnte es mit Michigowski zusammen sogar spielen. Wenn der da Bock drauf hat und wenn es ihm gefällt. Und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. In 3, 2, 1, ab geht's. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen und moin moin bei mir in einer Runde Night of the Dead. Wir sind hier gerade im Hauptmenü und ja, das ist alles recht übersichtlich. Ihr seht, ich habe noch nicht ein bisschen gespielt. Ich gehe komplett grün in das Spiel rein. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir gucken kurz in die Einstellungen. Finde ich auch schön. Ich habe es auf Deutsch anscheinend eingestellt. Zumindest sagt links das Menü was. Rechts ist aber noch ziemlich viel Englisch zu sehen, was ich befremdlich finde, aber okay. Können wir mit leben, ist alles auf volle Lotte, hier geht nicht mehr, ich kann hier klicken, wie ich will. Ne, und ich hasse ja solche Spiele, die bei allem Very High oder Ultra haben, außer bei einigen Sachen, wo dann nur High steht. Da kriege ich eine Macke bei, warum macht man das? Ne, da muss dann noch, also hier Shadows zum Beispiel off, ne? als Option. Ne, klar, mir ist kein Preset mehr eingefallen, was man da noch abflachen könnte. Aber das sind so Sachen, die mich nerven, weil dann stelle ich hier oben auf Very High, gehe runter. Mittlerweile muss man es fast immer machen. Und dann steht hier nochmal High. Und dann gucke ich trotzdem nochmal, ob das nicht doch noch ein höher geht. Und das nervt mich. So, wir haben es auf jeden Fall Very High. Max FPS 144. Eigentlich würden... Ich stelle das mal auf 60. Mir gibt das Video eh nicht her. V-Sync lassen wir an. Und ja, dann war es das schon. Sparen, stornieren finde ich auch gut. Also die Frage ist jetzt, was ist was? Was ist übernehmen? Ich glaube, ich spare mir das. Okay. Habe ich mir das gespart? Ja, ich habe mir das gespart. Kleine Übersetzungsfehler. Ist noch ganz frisch in der Early Access tatsächlich. Irgendwie letzte Woche oder vorletzte ist es rausgekommen und ich war sofort Feuer und Flamme, aber hatte bis seitdem noch keine Zeit irgendwie, das Ganze anzutesten. Oh, aber umfangreicher Schwierigkeitsgrad, das finde ich schon mal schön. Wir mit Hardcore kann man auch, sehr schön, wahrscheinlich Permadeath, ja, can't be revived. Und das finde ich ja grundsätzlich jetzt mal schön, das ist ja... Ähnlich umfangreich wie bei 7 Days, also zumindest was Schwierigkeitsgrad angeht. Bei 7 Days hat man bald mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und ja, gucken wir mal. Wir fangen mit normal an. Wie gesagt, ich bin komplett grün und habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ich kann eine kleine Ecke von meinem Monitor gerade nicht sehen. Das ist ärgerlich, aber wir werden sehen, ob ich den Teil überhaupt brauche. Aber im Zweifelsfall sehe ich das auf meinem Monitor. So, was sofort auffällt, optisch sieht das Ganze aus wie Mist. Und zwar fast 1:1. Meine Fresse. Zerstöre Autos, um Schrott zu sammeln. Dafür kriege ich irgendwas. Okay, Break. Moment. Ah, okay. Geht offensichtlich auch mit alten Fässern. Aber wir voll... Ja. Okay. Ich habe jetzt Eisen und Seil bekommen. Zerstören Sie das Papierfeld, um Forschungsmaterial zu erhalten. Welches Papierfeld denn bitte? Okay, man kann grundsätzlich erstmal alles auseinandernehmen. Das gefällt mir. Zack, Eisen. Ja, hier, Stein. Das sind schon Sachen... War das hier gerade auch F? Ja, okay. Zerstören Sie das Papierfeld. Ich vermute einfach mal die meinen Karton. Vielleicht sollte ich das auf... Deutsch umstellen. Zerstöre Busch, um Ast zu bekommen. Ja. Machen wir. Gucken wir mal. Okay.
Ah, Axt herstellen. Axt herstellen finde ich jetzt mal gut. Das machen wir. Oh, okay. Sie haben eine neue Seite erhalten. Überprüfe Tagebuch. Hinweise. Oh, das ärgert mich schon direkt. Ne, dass das hier mit reinragt. Also vielleicht haben die mit 1440 irgendwie das Ganze getestet, aber das nervt mich. Was dagegen spricht, ist, sind die echt scharfen Buchstaben. Und das ist auch noch Englisch. Naja, gut. Scheint noch so mehr Community-Übersetzung oder sowas zu sein. So, I woke up late in the night because of a vibration from my phone. It peeped through my left eye and checked the time on the clock over my head. It was 4:20 in the morning. I lifted the vibrating cell phone and answered it. Okay, das sind so Tagebucheinträge, die könnte man sich jetzt alle geben. Kriegt dann darüber wahrscheinlich so ein bisschen die Story vermittelt. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie mache ich das? Ah, hier, okay. Das ist ja easy. Ne? Okay, wir haben hier offensichtlich Gewichtlimit, denn sonst würde das Gewicht nicht angezeigt werden. Aber wir fangen mit der Axt an. Wir haben alles da. Wir haben den Ast, wir haben Eisen, wir haben Ranken und wir haben Steine. Das ging auch sehr fix und dafür habe ich jetzt bekommen 5 Nägel. Das ist herrlich. Und wahrscheinlich einfach unten runterziehen. Jo. Okay, jetzt sollen wir einen Baum zerkloppen. Das machen wir einfach mal. Es ist alles noch recht schwammig. Noch ein bisschen glitchy, aber gut. Sehen wir den ganzen nach. Ist Early Access. Gut, okay. Okay, der fällt einfach um. Ich muss nichts aufsammeln. Kann man mögen, muss man nicht. Take all. Okay, sind wohl mehrere. Okay. Hier haben wir Pilze. Okay, wir können grundsätzlich erstmal alles sammeln, wie mir scheint. Das ist schön. Das hält die Umgebung so ein bisschen lebendig. Ist das hier? Wir gathern erstmal fleißig. Und wir sollen jetzt Fundamente bauen. Das sieht echt extrem aus wie Mist. Also die Assets sind Mist. Die Straße könnte 1 zu 1 aus Mist stammen. Kann ich hier die einzelnen auseinandernehmen? Nee. Okay, ich kann die nur komplett zerkloppen. Und kriegt dann ein paar Teile. Und Forschungsmaterial. Okay, wir können offensichtlich forschen. Geht auch nur das eine Mal. So. Soll ich B machen? Hier und der Floor. Okay. Wir sollen ein Fundament bauen. Okay, Bild. Ich mache das mal hier so seitlich. Ne, wir machen das hier hinten. Können uns eine kleine Base hinbauen. Oder hier so vor dem Bunker. Ist auch cool, oder? Okay. Ah, okay. Das ist ganz cool. Machen wir einfach mal Build Cancel Shape. Okay. Offensichtlich gibt es keine Shapes. Und das ist Drehen. Aber ich kann es irgendwie nicht bauen. Warum kann ich das nicht bauen? Ist ja schon mal doof, wa? Muss ich tiefer? Oh, geht das nicht? Das ist ja Tinnef. Müssen wir erst zum Boden bauen? Nee, kann nicht sein. Fundament. Warum geht das nicht? Achso, Snap ist das. Nicht alternativ. Ich habe wieder Quatsch erzählt. Ja, ich kann links drücken, wie ich will. Es passiert gar nichts. Ich kann canceln und das war's. Okay, wir laufen mal ein Stückchen weiter. Ich hoffe einfach mal, dass was passiert. Ja, ist immer das Gleiche. Ich hoffe, da bringen die noch ein bisschen was anderes rein, weil sie macht immer das Gleiche, egal was ich. Ne, wenn ich jetzt wieder F drücke, kloppt sie mit ihrem Messer sinnlos irgendwo drauf. Ich habe was gehört. Ich bleib mal in Bewegung. Das scheint mir doch ein Zombie zu sein. Und noch einer. Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht gut bewaffnet. Ja, moin. Ich glaube, das ist nicht die beste Waffe. Stirb, stirb. Ich hätte hier vorne bleiben sollen. Okay, der ist nicht sonderlich mächtig. Ja, ist gut, komm. Gut, der andere kommt schon mal nicht hinterher.
Zielen ist auch nicht groß. Das ist ein bisschen schade. Ja, wir können nochmal ordentlich nachflattern. Okay. Also das Kampfgefühl ist tatsächlich eher so, naja. Bis hierhin. Das mit dem Blut sieht ganz nett aus. Das kann man so machen. Ich kann crouchen. Okay. So. Aber ich habe immer noch kein Fundament gebaut. Wir machen das mal nochmal hier. Floor. Fundament. Haben wir da? Ach, Baumstamm fehlt wahrscheinlich, wa? Deswegen ging das nicht. Hacken wir doch mal einen Baum. Okay. Dann wird der so selected. Ja, finde ich jetzt ehrlicherweise nicht so schick. Oh, das ist aber hübsch. Dass die Teile dann nach und nach rausbrechen. Ja, und fällt zusammen, als hätte ich einen Haufen Holzkohle aufeinander geschüttet. Kann man machen, muss man aber nicht. So, gucken wir jetzt nochmal. Meine Maus mal ein bisschen schneller einstellen. Floor. Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt sieht man auch, dass es nicht mehr ausgegraut ist. Build. So, was auch immer es bringt. Lowern wir das Ganze ein bisschen. Stellen das hier hin. Gedrückt halten und dann steht das. Schön. Bautreppen. Okay. Ist wahrscheinlich auch hier. Stairs. Oh, schön. Ein paar unterschiedliche. L-förmige Treppe. Ja, ich glaube, die hier reicht. Jetzt brauchen wir Ranken. Perfekt. Kloppen wir noch einen Busch. Okay. Wir nehmen doch lieber das. Ja, das geht besser. Okay, man braucht schon mal unterschiedliches Werkzeug. Das wäre erstmal nett. Zack. Äste, Äste. Ich will aber... Da. Jetzt haben wir Ranken bekommen. Okay, ist halt so typisch Survival-Spiel. Man muss erstmal gucken, dass man irgendwas zusammenkriegt. So, kann man sich einfach eine Treppe leisten. Okay, das war auch easy. Das Bausystem ist ganz nett und intuitiv. Ah, ich kann das upgraden, okay. Wie mache ich das? Ah, auch Zement, Ziegel und Nägel. Das gefällt mir grundsätzlich jetzt mal. Schalten Sie das Licht ein und aus. Ah, hier eine Taschenlampe. Okay. Hängt. Ah, da am Halfter, am Gürtel. Okay. Karte. Oh ja, die sieht übrig aus. Jetzt weiß ich nicht, ob die prozedural ist. Aber das scheint ja doch recht groß zu sein. Ich glaube, da kann man sich eine Weile umgucken. So, Equipment. Erstellen Sie eine Ausrüstungsfertigungstisch. Andere Spiele hätten es Werkstatt genannt. Okay, brauche ich erstmal 10 Steine für. Das kriegen wir doch hin. Nimm mit. Okay, das Aufnehmen auf F liegt, finde ich, ist so eine persönliche Sache, finde ich unschön. Fände ich mit E irgendwie schöner. Oh shit, da war was. Ich sollte hier nicht so weit weggehen, ey. Das ist heißes Pflaster. Wo ich jetzt bei dem einen Zombie auch nicht so viel Leben verloren habe, ne? Das hält sich alles noch in Grenzen. Ich habe eigentlich irgendwie... Ich habe zwar Nahrung und so dabei, aber irgendwie... Fehlt mir da so eine Hungeranzeige oder so, ne? Kann ich hier jetzt... Okay, ist die Axt vielleicht das falsche Werkzeug, oder? Kann ich eine Spitzhacke bauen? Ja, sehr schön. Fangen wir doch damit an. Das ist doch gleich viel besser. Nimm die mal. Also die Animationen sind echt okay. Also wie sie sich bewegt. Ne, auch dass das hier so ein bisschen auseinanderkrisselt. Finde ich ja grundsätzlich erstmal schön. Jetzt krisselt es da weiter, wo ich hinkloppe. Oh, das war jetzt gut. So. 2 Steine. Wie viel brauche ich denn? Equipment, Ausrüstungsdingens. Ich brauche 2 Baumstämme noch und Äste. Jo, das ist ja... Kloppen wir da nochmal ein Bäumchen hier kurz. Ja, das ist schade. Ne, dass sie da jetzt mit dem Schaft so gegenkloppt. Muss ja nicht sein. Da gibt es doch bestimmt schönere Lösungen. Ne, und ja gut. Ja, dass hier Holzkohle zusammenbröckelt, ist befremdlich. Ne, man muss halt richtige Distanz haben, damit es schick aussieht. Jetzt haust du da wieder mit dem Schaft gegen. So ist doch schön. So wäre es echt geil. Ne, so für die Distanzen unterschiedliche Schlaganimationen könnten das Ganze vielleicht lösen. Aber okay. Nennen wir es Kleinigkeit. Equipment, Ausrüstungswerkstatt und Bild.
Jetzt haben wir hier oben drauf schon angefangen. Jetzt bauen wir doch auch hier weiter, ne? Stellen wir mal dahin. Gedrückt halten. So, mach einen Bogen. Gleich. Was rennt denn hier immer? Ich höre hier irgendwas echt schnell rennen. Das finde ich befremdlich. Okay, es gibt auf jeden Fall auch Ausrüstungsslots. Das ist schon mal cool. Bogen. Da brauche ich Ranken und Äste. Na, dann gehen wir doch nochmal auf Astjagd. Gut, das hat man dann einmal gemacht. Ne? Dann hat man das auch drin. Ich schlängel mich jetzt noch ein bisschen lang. Ich befürchte, dass ich etwas zu langsam sein könnte. Dann nehme ich doch lieber die Axt, wa? Ja, ich wollte doch meinen. Wie ne? Ich glaube, die jetzt genauso oft wie bei so einem großen Baum da drauf. Irgendwie ja. Na, okay. Habe ich hier irgendwo meine Gewichtsbeschränkung stehen? Irgendwie nicht, ne? Nichts zu sehen. Ich meine, ich habe hier gerade jetzt schon mehrere Äste oder so aufgehoben. Und naja, gut. Machen wir mal einen Bogen. Zack, der kommt auf die 4. Machen Sie einen Schlafsack. Was brauchen wir denn da? Ist das hier? Ich glaube, ich baue hier erstmal noch ein paar Fundamente ran. Ich glaube, ich möchte erstmal ein bisschen Sicherheit schaffen. Ah, da fliegt ein Vogel. Das nervt mich. Die Schlaganimation nervt mich echt. Also das macht mir ein bisschen kirre. So, Baumstämme. Uah, dass ich da quasi durchgehen kann beim Schlagen. So richtig die Schlagdistanz abschätzen kann man nicht. Das ist unschön. Das geht doch bestimmt besser. Ja, Baumstämme, Baumstämme, Baumstämme. Wir machen jetzt hier Fleisch. Oh. Man kann halt die Höhe auch nicht irgendwie variieren. Oder? Also ich muss da schon fast zur Decke für gucken, damit es ein bisschen höher drauf kloppt. Und dann auch nur minimal irgendwie. Das ist befremdlich. Holzkohle. Ja, ist cool. Nehmen wir Holzkohle. Flor, Fundamente. Wie kann ich da jetzt bauen? Naja, zwei immerhin noch. Das ist ja recht easy gemacht. Snap und dann ist es dran. Entweder snaps oder eben nicht. So. Bauen wir hier nochmal eins. Und dann bauen wir hier, glaube ich, nochmal eins. Dann bauen wir das hier. Ich weiß es doch auch nicht. Zack. Und dann gehen wir hier neben. Ja, mehr kann ich wahrscheinlich nicht. Hier wäre nochmal eine Anzeige schön. Wie viel Material habe ich noch? Wie viel kann ich noch bauen? Bringt mir das einfach, dass ich sehen kann, okay, so und so viele Möglichkeiten habe ich jetzt noch. Mach den Schädel. So, wir hauen hier weiter. Ach komm. Ja, das möchte ich doch wohl meinen, dass du darauf einkloppen kannst. So, was der Timer oben rechts bedeutet, weiß ich tatsächlich nicht. Kann ich erstmal noch nichts mit anfangen. Toter Baum. Wie lange hast du da drauf rum? Genauso oft. Ja, weiß ich nicht, ob man das nicht anders lösen könnte. Bisschen anders verteilen. Ne, dass ich auf einen lebendigen Baum so oft einkloppe wie auf einen Toten und dann da aus dem Toten aber weniger rauskriege. Ist ein bisschen schade. Okay, Autosave-Funktion. Ist ja schon mal schön. Können wir hier noch? Was fehlt? Ranken. Na, dann holen wir Ranken. Das haben wir auch schnell gelernt. Alles easy peasy. Ich muss gerade gucken, ob ich das Mikro anhabe. Das habe ich beim letzten Mal nämlich irgendwie verkackt. Blätter, Ast, gib mir Ranke. Samen, okay, man kann selber pflanzen anscheinend. Das finde ich ja schön. Da ein paar Ranken. Zack, zack, zack. Ast, 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 Ast. Und Ranken, sehr schön. Ich kann auch garantiert nachher noch... Kirsche, okay, cool. Nachher noch garantiert noch ein paar... Ja, Walls, da siehst du doch schon, sehr schön. Wir machen hier erstmal ein bisschen fertig. So, ein bisschen runter. Boah, was ist das denn da hinten? Seht ihr das? Das ist ein Falke? Geilo. So. Können wir hier hoch und gut. So, jetzt sollten wir einen Schlafsack machen.
Machen wir doch das erstmal. Der Utility, ja, Schlafsack. Was ist das denn? Stofffetzen und Gummi. Okay, wo ich jetzt das Gummi hier kriege, sei mal dahingestellt. Ich würde einfach mal vermuten von so einem Auto. Kann ich mir irgendwie eine Waffe bauen? Diese Axt ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Ein Speer. Habe ich Eisenbahn für? Die habe ich natürlich nicht. Beil ist aber, klingt aber auch Eisenbahn. Gummiring. Konnte ich hier nicht vorn. Pfeile. Mach mal ordentlich ein paar fertig. 9 Stück. 9 Stück. Oh, ich habe ganz schön viele jetzt. Wo komme ich die denn her? So. Dann begegne ich dem, dann nehme ich mal mit Pfeil und Bogen. Okay. Treffer. 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 Okay, das ging ganz gut. Pfeil und Bogen ist schon mal geil. Zack. Forschungsmaterial, Stofffetzen. Na komm, nimm alle mit. Das hat die Angst vor denen doch gleich mal massiv reduziert. 4, 5 Schüsse sind die hin. Wenn ich nicht gerade 5 auf einmal mache, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Was passiert, wenn ich jetzt... So, das kann ich machen. Forschungsmaterial, ja. Stück Eisen, Stück Gummi. Ah, guck mal eine an. Was passiert, wenn ich hier jetzt mit der Spitzhacke drauf hau? Oh shit, wo kam das her? Oh, oh, oh. Ist ganz angenehm, mit der rechten Maustaste zieht sie. Und mit links ja nur abschieben. Oh, cool. Gore. Nimm mal alle mit hier. Dass man Pfeile wieder aufnehmen kann, ist tragisch genug, dass ich es betonen muss, dass das geil ist und geht. Aber okay. So, da drauf kloppen hat erstmal nicht viel gebracht. Jetzt habe ich 4 verloren. Hier so ein Vogel abknallen. Also das Schussgefühl ist wesentlich angenehmer, als mit der Axt auf die einzukloppen. Wir nehmen hier mal weiter Tonnen auseinander. Okay, es ist nicht so beklemmend wie 7 Days tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade noch nicht Angst, dass hier jeden Moment einer um die Ecke kommt. Stück Eisen. Ich brauche Gummi, Junge. Zack, Kupferdraht, Stück Eisen, Forschungsmaterial. Da hinten ist noch ein Zombie. Kümmern wir uns doch erstmal um den. Okay, Sneak Attacks. Fliegen recht gerade die Pfeile, ne? Also man muss da nicht irgendwie eine ballistische Kurve. Na ja, gut. Bedenken. Echt jetzt? Sag ich, dass alles Headshots waren und dem der Kopf geplatzt ist, sind alle meine Pfeile weg. Geil. Das ist ja total super. Habe ich irgendwie Stamina? Da, ja. Gelb ist Stamina. Okay. Das wäre erstmal gut zu wissen. Da hinten krebst noch einer rum. Kupferdraht, Stück Eisen. Ich brauche aber richtig Eisen. Und Gummi vor allem. Gib mir Gummi. Da ist Gummi. Okay, und Plastik. So, dann können wir doch jetzt den Schlafsack bauen. Machen wir das mal zuallererst. Unsere Base ist ein bisschen abgelegen, ne? Aber gut, die Sachen dafür können wir relativ fix wieder zusammen craften. Und ich tendiere dazu, eher so ein Haus zu besetzen nachher. Um mich da einfach zu verbarrikadieren. So, Craft. Bogen, Speer. Da muss ich Eisenbarren draus machen. Das ist doch scheiße. Na gut. USB. Hier, Utility und Schlafsack. Bild. Okay. Easy peasy. Na, da kann ich jetzt schlecht einschätzen, ob ich da die Wände noch anbauen kann. Aber ich vermute einfach mal, ne? Plock. Revival Point Set. Okay. Animal. Ich stelle eine... Oh, Tierfallen. Geilo. Oh, da hinten. Guck mal. Wie gut. Wo kann ich die denn bauen? Flammenwerfer. Gut. Kukuri. Zweihände. Rohrhammer. Okay, muss ich anscheinend erst... erforschen. Ah, hier ist auch geil. Genau. Katapultstein, geil. Okay, aber brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen eine Falle.
Spitzhacke, das ist so der normale Kram. Ah, wir können. Ah, fein. Wir können das quasi verfeinern. Aber ich sehe erstmal, kann ich die hier bauen? Das Inventar ein bisschen sortieren. Ach so, das ist auch hier rüber. Okay. Animal und. Was für eine soll ich bauen? Kleine. Es hilft bei dem Hirsch hinten ja recht wenig, ne? Zack. Animal. Kleine Tierfalle. Dafür brauche ich noch Samen. Ah, okay. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Da wird angezeigt, wo ich das herkriege. Das ist ganz cool. Ja, denn kloppen wir doch weiter Büsche klein, ne? Ich bin ein bisschen scharf drauf, den da hinten zu erlegen. Ich glaube, der haut ab. Oh yeah. Plock. Kann ich den jetzt. Ja, ich kann ihn häuten. Wie geil. Das finde ich cool. Ich glaube, ich habe gerade eine Eule getötet. Geflügelfleisch. Sperling war es. Es ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Was ist das? Brauche ich da eine Axt für oder was? Ja, der ist nur Zierde. Ah, jetzt hat er einen. Okay. Ich weiß auch nicht, ob die Sachen irgendwie kaputt gehen. Ach, mehr Samen. Perfekt. Waren die hier jetzt schon? Nee. Ah, hier waren die. Halt. Das ist ein bisschen umständlich. Da um die Ecke denken. Animal, kleine Tierfalle bauen. Wo brauche ich die denn am besten hin? Mach ich mal hier hinten. So. Drin ein bisschen zurecht. Zack. Das ist cool. Erstelle einen Forschungstisch. Ich baue das ungern jetzt alles hier, weil ich hier so am Arsch der Heide bin. Ich weiß nicht, ob mir das zum Vorteil irgendwann gereicht und ich weiß nicht, ob ich die Karre hier irgendwann wegkriege. Kriegen wir? Oder brauche ich dann Schraubenschlüssel? Das sieht nicht so aus. Ich kann die ein bisschen ausschlachten und das war's. Okay. Na gut. Forschungstisch. Utility. Forschungstisch. Was brauche ich dafür? Noch ein paar Seile, Holzbretter und Holz. Ja, okay. Wir gehen mal jetzt ein bisschen weg vom Tutorial. Ist ja alles ganz nett und so, aber ich will ja auch ein bisschen was zeigen. Und wir haben jetzt hier schon die Hälfte irgendwie rum. Oder mache ich das noch? Ach komm, ich mache das noch. Soll der Geiz. Giranda, richtig. Zack. Zack. Also ich glaube, man kann da echt eine Menge Spaß mit haben, wenn man so auch Bock auf Basenbau und sowas ein bisschen hat. Ich weiß noch nicht, was die Basis bringt, außer da Progress zu haben. Oder ob das wie bei 7 Days ist, dass da abends ordentlich was abgeht nochmal. Ne, wie sich das Spiel dann ändert. Ich sehe auch keine Uhrzeit. Ne, ich sehe da oben nur so halbwegs diesen Timer laufen. 13 Stunden, bis irgendwas passiert. Zack. Ich nehme mal alles mit hier. Wir haben ja mittlerweile schon einen Haufen Scheiße eingesammelt. Nun klappt das klar. So. So, jetzt müssen wir doch hier schon ordentlich ein paar Fundamente bauen können. 2. Gut. Holen wir uns noch ein paar Büsche. Zack. Man kriegt echt viel Material aus so einem blöden Busch. Mach klein das Ding. Vogelei. So ein bisschen random, was man kriegt. Das kann ganz cool sein. Kann aber auch zu unnötigem Gefarme führen, tatsächlich. Ein Stein. Steine mag ich. Steine nehme ich mit. So, hier, hol den Scheiß klein. Ja, ist okay. Ja, komm ran da. Ich sag, also das mit der Distanz lässt sich manchmal ein bisschen scheiße abschätzen. Jetzt hat sie es. Das war wieder eher so ein Axtjob, ne? So, jetzt die Axt nehmen. Den trifft man wieder nicht. Ja. Trifft man jetzt? Jetzt trifft man. Er ist ein bisschen unschön gelöst. Da wird vielleicht Ego-Perspektive besser gehen. Kann ich hier irgendwie umstellen? Nee. Kann ich gar nicht. Okay, von den großen Büschen kriege ich aber auch. Hey. Ja, halt. Take all. Naja, egal. So, dann bauen wir nochmal ein bisschen Fundamente hier ran.
Gehen wir in die Richtung. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. Da noch eins und da noch eins und wir machen hier so eine Ecke rein. So, ist ja ganz schick. Okay, hochspringen kann man da nicht. Aber wir gucken uns mal Wände an. Was braucht man dafür? Ach, da brauchen wir noch Holzbretter auch für. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal einen Forschungstisch. Wie die gute Dame will. Müssen wir da hier ran? Weiterverarbeitende Sachen. Ah, die kann ich hier recht simpel hinstellen. Das ist ja easy. Ach, das auseinandernehmen. Okay. Munitionstaschen und so machen. Ballistenbolzen. Geil. Wo hatte ich denn das vorhin? War das hier? Das ist einfach nur, was ich habe, ne? Ja. Moment. Wo war denn das? Katapultsteine, Blackheeks. Taschen. Und das ist auseinandernehmen. Das macht ja keinen Sinn. Utility, Forschungstisch. So, Seile ist klar. Holzbretter, das beim Zerlegen eines Baumes entsteht, kann am Materialverarbeitungstisch hergestellt werden. Okay. Wo? Sag mir wo. Ich kann hier nicht irgendwie rumkriegseln. Upgraded Ballistic Bolzen. Okay, die kann ich auch schon herstellen. Da brauche ich das Eisen für. Aber ich kann hier nicht blättern oder sowas. Ich weiß nicht wie. Das ist schon der richtige, oder? Gucken wir nochmal. Quatsch. Hier waren wir. Utility. Forschungstisch. Ist das Holz? Stück Holz beim Zerlegen eines Baumes entsteht. Kann ein Materialverarbeitungstisch hergestellt werden. Holzbrett. Holzbrett, das beim Zerlegen eines Baumes entsteht, kann am Materialverarbeitungstisch hergestellt werden. Und was ist das hier? Ist doch ein Materialverarbeitungstisch, oder nicht? Ach nee, Ausrüstung. Ah, Materialverarbeitungstisch. Was brauche ich dafür noch? Felsbrocken. Guck mal. Gibt's einen extra Tisch hinfür? Dann holen wir uns doch mal ein paar Felsbrocken. Klock. Also bei Steinen haben sie das schon besser getroffen, finde ich. Ne, da passiert das irgendwie an der Stelle, wo es soll. So. Zack, zack, zack. Materialverarbeitungstisch. Okay, der ist schon etwas größer. Stellen wir doch mal hier hin. Ja. So. Echt? Das war eben so. Ah, ich kann den upgraden, oder? Ich mich gerade verguckt. Ja, upgrade. Coolio. Craft. Bearbeiteter Stamm. Zwei davon und zwei davon. Und dann gucken wir mal nochmal. Da. Utility. Forschungstisch. Fehlt mir so ein Seil und Holz. Hä? Hab ich doch gerade gemacht, das Holz. Moment. Holz. Brauche ich Baumstamm für. Na gut, dann holen wir nochmal Baumstamm. Komm her, du Baum. Du bist schön. Ach, scheiße. Der blöde Busch. Zack. So. Dann kommen wir doch langsam ein bisschen voran. Wir haben da diese komische Leiste jetzt fast auf der Hälfte. Wir wollen mal gucken. Orange. Ich will echt wissen, was dann passiert, aber ich fürchte, das wird in einer Stunde nix. Das ist ja fast schon schade. Und wie leise ist eigentlich meine Stimme? Was soll das denn? Naja, egal. Ist, wie es ist. So, und dann gehen wir hier nochmal hoch und dann machen wir uns Baumstämme. Craft, Holz. Ne, Moment. Wir gucken nochmal. Nicht, dass wir wieder das Falsche holen.
Forschungstisch. Wir brauchen Holz. Holz, da haben wir es. 1, 2. Und jetzt können wir das doch bauen, oder nicht? Forschungstisch. Seil fehlt noch. Okay, können wir Seile machen? Ah, muss ich jetzt upgraden? Seil. Seil besteht aus Stoff. Kann ich nur dismanteln. Dann nehmen wir doch nochmal fix ein paar Autos auseinander. Ich glaube, davon hatten wir das bekommen, ne? Den Bogen behalten wir mal in der Hand. Break. Der war ja mutig. Öl. Stück Eisen. Stofffetzen. Dum dum. Einmal nix. Und Stück Gummi, Stück Eisen, Stofffetzen. Ne. Dann werden wir doch mal hier in die Stadt müssen. Ich will auch sehen, was hier abgeht. Jetzt mal ganz im Ernst. Vielleicht kriegen wir hier was raus. Hier war auch eher Stoff, ne? Stofffetzen, Forschungsmaterial. Was auch immer ich mit dem Forschungsmaterial anfangen kann. Das wird mich tatsächlich... Oh, wahrscheinlich am Forschungstisch dann. Stofffetzen. Das ist alles nicht das, was ich brauche. Okay, wir gehen hier mal... Ich meine, schick ist es ja, ne? Es hat... Also, ich mag den Grafikstil. Ist jetzt nichts Überragendes. Ne? Für 2020 ist es... Ja, ein bisschen eckig, ein bisschen kantig. Meine Güte. Kann ich, glaube ich, mit leben. Aber so overall ist es schick. Ist auf jeden Fall nicht hässlich. Na, Keule. Ich befürchte, der hat mich gesehen. Jetzt stirb, du Assi. Meine Güte. Nimm mal alle mit. Nur noch 38. Jetzt können wir da mal reingehen. Wo kommt das her? Da. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch menschliche NPCs gibt. Ja, wieder meine... Ah, nee. Ah, die fliegen dann einfach nur weg. Zack, nimm mit die Dinger. Das sind unsere. Hier scheint mir aber noch mehr zu sein. Wie war Licht? L. Okay. Oh, warte. Oh, ich habe mich gerade echt vor den Blättern erschrocken. Verdammte Kacke. Zack. Bist du so weit bist, Mäuschen, ne? Rabimmel. Okay. Ja, klar. Wow! Fuck, ey! Okay. Das ist wie bei Seven Days gemacht. Dass er so ein bisschen Mannstoffwirkung hat, ist ganz cool. Da ging eine Menge daneben. Alter. Okay. Was haben wir da jetzt drin? Stofffetzen. Wow. Gummiring. So, jetzt bin ich gespannt, ob sich das irgendwie gelohnt hat. Ich bin gespannt. Zack. Stück Eis. Oh, Gewehrpatronen. Cool. Das wäre erstmal nett. Mehr Gewehrpatronen. Ich höre schon wieder Schritte. Ja, das ist unschön. Das ist ganz unschön. Dass das hier so durch die Gegend glitscht, wenn man gegen die Wand läuft. Das hätte man sicherlich schöner lösen können. Mehr Gewehrpatronen. Brauche ich nur noch ein Gewehr, ne? Ein bisschen Holz, ein bisschen Nägel. Oh, da ist noch eine. Okay, die ist auch scheiße drauf. Hier schleicht doch einer rum. Gefällt mir gar nicht. Können die irgendwie durch die Fenster kommen oder so? Ich meine, man kann die ja ganz gut austänzeln. Da ist das Seil, das wir brauchen. Oh. Schön. Ich höre die ganze... Wo? Fresse halten. Take all. Forschungsmaterial, Schießpulver, Stofffetzen. Meine Pfeile sind schon wieder weg. Ich habe schon wieder nur 13 Stück. Okay. Kann ich das hier mitnehmen? Ja. Kann ich das stacken? Take all. Okay.
das Seil, das wir gesucht haben. Ein paar Pfeile, die wir mitnehmen können. Schießpulver, Energy-Riegel. Schön. Aber ich weiß immer noch nicht, wo mein Hunger und so ist. Ist hier noch einer drin? Nee. Ah, Kühlschrank. Ja, es wäre cool, wenn das ein bisschen Krach machen würde oder so. So dass man die dann anlockt oder irgendwie sowas. Aber es scheint sich ja auch schon bei den kleineren Häusern zu lohnen, da irgendwie mal reinzugehen. Ich müsste jetzt schon so viel Mumpeln haben. Große Kisten finde ich gut. Noch mehr Gewehrpatronen. Jetzt schon Unmengen Mumpeln oder was? Mal gucken, was da drin ist. Zack. Holzbretter. Ja, gut. Baumaterial halt, ne? So. So, jetzt muss ich auch schon nicht mehr bei den Zombies sein, ganz ehrlich. Ich habe jetzt Lust wieder auf zu Hause. Für den ersten Ausflug war es doch recht lohnenswert. Das ist echt so sehr Mist. Oh, Kaninchen. Kaninchen. Ah, fuck. Letzte bisschen Munition für ein blödes Kanickel vergeuden. Ah, gut, können wir ja mitnehmen. Komm her, du Hase. Renn mal in meine Falle, du Assi. Ah. Gut, lassen wir das. Macht, glaube ich, keinen Sinn. So, jetzt können wir doch hier den Forschungstisch bauen, oder was? Equipment, Utility, Forschungstisch. Tada! Da haben wir ihn doch. Wie rum muss der? So rum muss der. Dann stellen wir den erstmal hier hin. Oder da? Passt der hier so hin? Ja, mehr schlecht als recht, aber er passt. Zack. Einfach so eine Bibliothek. Auch nicht schlecht. Research, okay. Natural Human. Aha. Mist. Mist. Der, okay. Der Mist. Oha, das kostet aber recht viel. Chancel. Gourmet. Kann ich. Das ist vielleicht erstmal angebracht, dass wir erstmal Essen hier erforschen. So. Ein Pendel herstellen. Nee, reward. Okay, B, das hier, Mili, oh cool, ah, schöne Sachen, Pendel, was brauchen wir da, Fallenmaschine, ein wichtiges Gerät zur Herstellung von Fallen, kann an der Werkspanne hergestellt werden, okay, ja, versuchen wir doch mal, F, in welcher Werkbank, gibt es noch mehr Werkbänke, ich glaube, ich will erstmal was Inventory voll. Wie kann ich das denn ändern? Kann ich hier irgendwie Truhen bauen? Stairs, Fans, Cooking, Utility, Bauernhof. Die Übersetzung ist echt strange. Fire, Interior, Decoration. Ja, unbedingt. Doch mit Basilikum. Also, wenn ich die nicht brauche, weiß ich auch nicht. Lagerkiste. Guck doch mal. Können wir einen kleinen Tisch bauen? Was braucht das denn? Eisenplatte. Oh nee. Das ist mir, glaube ich, alles noch ein bisschen zu wichtig. Plastik. Guck mal. Bauen wir hier mal fixe Truhe hin. Ich stimme hier vorne ab. So. Schick. Ach, guck mal. Wo kommt der denn hier? Ich möchte behaupten, jetzt kann ich die Pendelmaschine bauen. Pendel. Was fehlt? Holzbrett, Seile und Nägel. F. Holzbrett. Inventory full. Ja, komm. Dann legen wir hier fix was ab. Oha. Oh, nicht viel Platz. Okay, aber mit Doppelklick. Das macht's einfach. Hier machen wir erstmal ganze Futter rein. Mal wieder ein bisschen Platz. Was ist das? Kraut. Ja, fällt unter Futter. Energieriegel. 7 Stück gleich. Übel. Weißer Pilz, gelber Pilz. Was auch immer die mir bringen. Geht das jetzt hier sortieren oder bleibt das hier so? Bäh. Oh, ich habe die falsch umgebaut. Naja, egal. So.
Minecraft. Ich muss echt immer noch mal gucken. Das wäre cool, wenn das da, wenn das irgendwie so machen könnte. Wenn man hier sagen könnte, okay, ich will das jetzt haben. Liste mir mal hier rechts auf, was ich brauche. Gut, noch 2 Holzbretter und 3 Nägel. 2 Holzbretter und mehr kann ich hier irgendwie gefühlt nicht herstellen. Need Upgrade. Und hier kann ich nur auseinandernehmen. Dann kann ich den Steinsachen machen, okay. Ich das gerade hier. Ja. Bearbeiteter Stein, Zement, Ziegel. Was ist hier? Draht, Kette, Stahlstange, Eisenstange, okay. Und hier kann ich nicht irgendwie Nägel oder so machen. Ne, muss ich alles finden. Und hier ist wieder das Mantel, ne? Ja. Gut. Wir brauchen dringend Pfeile. Das gibt ja ordentlich. So 50 Stück. Sind wir jetzt mal wieder ganz gut betucht. Schaffen wir uns mal bei der Platz. Okay, ich glaube, das hat am Ende so ein bisschen was von Tower Defense. Dass dann in der Nacht irgendwie hier die Post abgeht. Wo sind eigentlich die ganzen Gewehrpatronen hin? Ich habe so viele. 30, 60, 90, 103 Stück. Nett. Brauche ich nur ein Gewehr. Angenehm finde ich, dass die Sachen nicht kaputt gehen. Ne, das kann einen gerade am Anfang mal ein bisschen nerven. Wir gucken jetzt einfach mal. Hier so ein Häuschen. Ja, ab und zu mal so ein klein paar Mikro-Ruckler. Aber okay. Ich schleich mal lieber, wa? Oh. Den da hinten machen wir mal zuerst kalt. Ja, du bist schlecht gelaunt. Okay, wenn der rennt. Oh, da ist noch einer. Oh, fuck. Du bewegst dich ja mal eklig. Stirb. Okay. Das ging ja ganz gut. Bleib liegen, sag ich dir. So, ist jetzt der andere gestorben? Ein Stückchen weiter oben, ne? Ey, so mit dem Bogen lang sneaken, das ist schon ganz cool. Halten halt ein paar viele Schüsse aus. Ein Sneak Attack Bonus wäre ganz cool. Das ist so ein bisschen Ostbau hier. Voll gut. Wir klatschen alles zusammen, was wir haben, und dann machen wir das dahin. So. Wir bleiben aber leise. Okay, kann ich den von hier draußen? Das wäre ja geil. Ja, wie gut. Kommt der jetzt raus? Versucht auf jeden Fall rauszukommen. Okay. Okay, die glitschen da durch. Kann ich die treffen? Wäre ja witzig. Okay, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, von links kommt auch noch was, weil ich da in der linken Ohrmuschel was habe. Okay, das hat ihm wohl schon gereicht. Gut, wir kommen nicht raus, lassen wir das. Ah, auseinandergenommen. Kann ich die einfach aufmachen? Oh, das war weniger gut. Okay, wir können durch das Fenster schießen, das da ist. Game saved. Ja, man sieht halt recht wenig. Zack. Okay, die glitschen also durch. Das ist ein bisschen assi. Ist gerade ein bisschen Exploit. Zack, einer tot. Zack, nächster tot. So, take all. Dann haben wir mal unsere Pfeile wieder. Dann machen wir die Tür doch einfach auf. Lampe an. Die sind ziemlich tot. Ist halt Third Person schon etwas scheiße. Halt die Fresse. Wow. Oh nee, der rennt wieder auf mich zu. Oh, 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 oh. Komm mal weg hier, Schnuggi. Also in Häusern ist doch cool. Ne, da kriegt man es dann schon ein bisschen wieder. Nee. Komm ab. Piss dich, du Assi.
Meine Fresse, die halten aber aus. Ja, so viel zum Thema. 50 Schuss haben wir jetzt mal wieder. Hälfte schon wieder weg. Liegen meine jetzt hier noch? Oh, nee, wir sneaken weiter. Zack. Ja, sie bewegen sich noch relativ unvorhergesehen für mich. Das ist ganz schön. Aber das Bewegungsmuster hat man garantiert auch relativ schnell nachher drin. Oh, liegen noch ein paar Pfeile. Wir kriegen noch ein bisschen was wieder wenigstens. Und wieder Gewehrpatronen, Gewehrpatronen, Gewehrpatronen. Oh, ein paar Pfeile haben wir noch wieder bekommen. Immerhin 26. Oh, und ich baller neben gehämmert, ne? Meine Fresse. Okay. Finden wir hier jetzt mal, was ist das denn? Dünger? Ja, okay. Take all. Ich hätte jetzt gerne mal so ein Gewehr oder so. Was ist das jetzt? Das scheint es gewesen zu sein. Hat die andere Halle mehr hergegeben. Dafür, dass das hier wesentlich verwinkelter und wesentlich schwieriger war. Also von der Sache her. Fühlt das ein bisschen arm, ne? Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Zick. Ich frage mich auch immer noch, heißt das da oben 18 Uhr? Dann wird das wenigstens irgendwie Sinn machen, dass dann um 24 Uhr die Viecher kommen oder so. So. Ich meine, so ein Haus wäre schon gut, ne? Sich hier so heimisch einrichten und dann einfach so eine Palisade drumherum ziehen. Das ist doch viel wohnlicher. Ich glaube, hier können wir nochmal wieder ein paar Pfeile... Ah ne, das ist Holz. Ich dachte, hier wird noch einer liegen. So, wir sollen immer noch... Pendel bauen. Brauchen wir noch mehr Seile und noch mehr Nägel. Oh, das ist ein bisschen anstrengend. Na, aus einem Stück Eisen gefertigt. Kann an der Werkbank hergestellt werden. Seil bestehend aus Stoff. Kann an der Werkbank hergestellt werden. Ich meine, Stoff haben wir doch bis zum Abwinken. Müssen wir das... Ey, liegt echt scheiße. Taschenlampe. Wir müssen das doch eigentlich mittlerweile herstellen können. Das muss doch irgendwie gehen. Und dann kann ich die Werkbank noch bauen. Craft Werkbank. Guck mal. Bauen wir die doch. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Holz. Nehmen wir gleich mal mit. Zack. Ich glaube, man muss das so ein bisschen drin haben. Ich glaube, ich kriege nämlich in der Nacht richtig übel auf die Fresse. Der Baum braucht ein bisschen. Na gut, auch nicht. So, gehen hier weiter. Dann kann ich nochmal einen schönen Schluck aus meiner Heldentasse nehmen. Zack. Und dann machen wir den auch noch klein. Und dann müssen wir nämlich schon wieder anbauen, meine Fresse. Man braucht echt viele Fundamente. Die Dinge sind relativ groß hier. Aber gut, ist wieder so ein typisches Anfängerding. Wahrscheinlich halt auch nur ich das für groß. Wenn man das eins öfter gespielt hat, ist das wahrscheinlich echt winzig. Mach klein das Ding. Mach richtig klein. Zack. 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 Wir haben jetzt auch noch keinen Tag-Nacht-Wechsel irgendwie gehabt. Ne? Es ist hell, hell, hell. Mehr kommt nicht. Ja, Splash Damage. In your face, Junge. Ja, das Haus klein. So, und dann bauen wir hier mal noch ein paar Fundamente ran. Ja, ein paar können wir. Ist das da? Soll das schon ansnappen? So. Zack. 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 Mal wieder ein bisschen Platz. Kann ich das hier eigentlich nochmal abreißen? Naja, egal. So, zack, Craft, Werkbank, Build. Auch wieder so groß, beziehungsweise wieder fünfmal upgradebar. Und wird jetzt erstmal noch so ein kleines Ding sein. Ja, natürlich. So, jetzt kann ich mir Nägel herstellen. 1, 2, 3. Benzin könnte ich mir herstellen und den Rest gibt es noch nicht. Stoffhetzen, Dünger, elektrisches Gerät, Sicherung, Mist. Okay, gibt es eine ganze Menge. Aber kein
Klebeband, Gummiring, Seil. Was brauche ich dafür? Stoff. Ach komm, Stoff kriegen wir doch ran. Wir rennen lieber mit dem Dings rum. Lang noch überall Kisten. Wir gehen mal in die Richtung ein bisschen. Und hoffen, dass die Menschen wieder mal scheiße waren. So, ist hier schon was drin? Nö. Ah, wird doch langsam diesig, ne? Die Menschen sind nicht Schwein genug. Hier liegen gar nicht überall Kartons rum. So wie ich mir das gedacht habe. Okay, kommen wir wieder Richtung Stadt. So tief wollte ich in die Stadt eigentlich noch gar nicht rein. Wir mussten auch bis jetzt immer noch nichts essen. Das hält sich ja wirklich in Grenzen. Stein. Bin ich gerade mal ein bisschen gespannt. Ist das Metall? Also Eisen oder so? Das sieht ja nicht aus wie der Stein vorhin. Gucken wir mal. Zack. Ich will, dass da jetzt Eisen oder so rauskommt. Felsbrocken, Stein, Kalkstein. Nö. Oh ja, es wird duster. Da haben wir doch den Tag-Nacht-Wechsel, den ich wollte. Jetzt hätte ich es beschrieben. So, haben wir hier noch irgendwo Kartons? Ich habe auch keinen Marker für mein Bett, oder? Ach du Scheiße, wo? Fresse halten. Fresse halten. Oh. Oh, shit, 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 shit. Hab. Machen wir nicht so einen Krach hier. Fräulein! Ja, hier ist doch. Da kriegen wir noch ein bisschen Stoff raus. Und zack. Stofffetzen. Sehr schön. Das sind Pilze, die will ich nicht. Da haben wir noch mehr Stofffetzen. Zack. Und jo, mehr ist nicht, ne? Alles Tonnen. Kann ich hier ran? Das finde ich schade. Warum kann man Mülleimer nicht durchsuchen? Ja, diese Kisten auseinandernehmen. Ich hoffe, man kann das noch irgendwie skillen, dass man hier mehr rauskriegt und dass alles ein bisschen schneller geht. Es wird dadurch etwas sehr, sehr, sehr verlangsamt, das Spiel. Sehr stark entschleunigt. Na, das Ding nehmen wir auch mit. Und dann sollten wir doch genug haben. Ich glaube, jetzt steht die Nacht nicht mehr weit entfernt. Und wenn die kommt, gibt es, glaube ich, arg auf dem Mütz. Also ansonsten würde ich dieses Totenkopf-Symbol völligst falsch deuten. So. Das sieht ja auch geil aus. Braucht man die nicht eigentlich versetzt? Wenn denn? Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. So. Ich hätte nicht so weit außerhalb bauen sollen. So, dann haben wir die hier. Und dann können wir doch jetzt bestimmt Seile machen. Oder muss ich erst Stoff machen? Ah, da. Stoff kann ich erst machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kann ich Seile machen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt aber. Midi-Pendel. Was brauche ich denn noch? Holzbrett und noch ein Seil. Okay. Stoff, Seil. Und dann muss ich nochmal Holz machen. Oh ja, es wird dunkel. Die Sonne steht tief schon. Zack. Ist jetzt 20 Uhr. Ja, kommt doch auch ganz hin. Ich glaube, das soll tatsächlich die Uhrzeit sein. Achso, 0 Tage, 20 Stunden. Ah, Überlebensdauer wahrscheinlich, ne? Schweinchen schlau hat's verstanden. Ich werd verrückt. Zack, zack, zack. So, und den nehmen wir auch noch. Um Dunkeln ist schon ein bisschen drückend, ne? Wenn man so kaum noch was sieht, ist ja wirklich links und rechts nicht viel. So, dann müssen wir herstellen. Holz, Holzbrett, whatever. Holzbrett. Okay. War das hier? Nein. War es hier? Holzbrett. Da ist es. Zack. So, und dann können wir das jetzt endlich bauen. Pendel. Na also. Boah. Alter. Das ist ja mal ein Oschi.
Ja, hier so direkt vor die Tür, oder? Löse ich das aus, wenn ich da durchlaufe? Das probieren wir aus. 10 Molotow-Cocktails. Way. Alter, ist das ein Oschi. Kann ich da durch? Okay, ich kann da offensichtlich durch. Muss ich das auslösen? Ich kann doch bestimmt von da oben aus kämpfen, oder? Moment, ich habe jetzt eine geile Idee. Jetzt habe ich eine geile Idee. Das setzen wir dann nochmal fix um. Halt mal klein, das Ding hier. Wir bauen uns da jetzt Podeste hoch, beziehungsweise eine Treppe. Und dann werden wir von da oben aus kämpfen können. Ja, nur hau das Ding klein. Weil das ja echt noch ewig dauert, bis ich den Scheiß hier klein kriege, ne? Meine Fresse. Ich hoffe, es gibt noch bessere Äxte. Das wäre tatsächlich ganz cool. So. Zack, zack, zack. Komm, hau den kleinen. So. Ach, ich werde noch ein paar Ranken brauchen. Das Material hier vorne ist jetzt schon fast vorbei mit, ne? Meine Fresse. Das ging fix. So. Auch noch ein. So, und dann bauen wir uns hier so eine L-förmige Treppe hoch. Zack. Stairs. L-förmige Treppe. Und wieder Seile und Holzbrett erfüllen. Holz, Holzbrett und Seil. Ah, leck mich fett. Erstmal Stoff. Seile. Dann müssen wir wieder an die Werkbank. Boah, ist das umständlich gemacht. Ey. Nee, nicht an die, sondern an die. So. Und jetzt können wir hier bei Stairs diese L-förmige Treppe bauen. Mit Rotate ist nicht viel. Auch schön. Jetzt. Ah, okay. Nee, so nicht. So will ich das nicht. Dann kommt hier noch ein Fundament hin, für das ich... Ach, noch Ranken brauche. Scheiße. Ich will irgendwie einen Rückzugsort bei der zurückhaben, ganz gerne. Ja, ja, komm. Ist das Duster? Was ist denn dein Problem? Ach, du machst das gerade mit der Faust. Muss doch nicht sein. Mädel. Was ist hier alles dabei? Ranken, sehr schön. Mehr Ranken. Brauche noch 1, 2 Fundamente. Und dann wird's auch Tiet hier. Dann ist hier, glaube ich, gleich Action. Und ich sollte dringend noch ein paar Steine mitnehmen. Und mir noch ein paar Pfeile herstellen. Was? Das kann ich jetzt nicht? Alles andere konnte ich, aber das nicht. Also ich muss sagen, es macht Spaß. Ich habe echt, ne, jetzt schon wieder Drang, weiter knobeln, weiter ausbauen, immer weiter, 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 weiter. Das finde ich grundsätzlich erstmal sehr motivierend, wie es aufgebaut ist. Ein bisschen verzahnt, das ganze Crafting-System, okay. Aber da sind wir jetzt mal nicht so kleinlich. So. Zack. Floor, Fundament. Snap mal da an. Bisschen flacher. So, aber für das L mussten wir ein bisschen höher. So. Und dann machen wir hier. Na, wir gucken mal erstmal. Ja, da kommen wir so nicht hoch. Drunter durch. Und dann Stairs. L-förmige Treppe, Build. So, können wir schon mal raufsetzen. Das ist ja grundsätzlich... Ah, jetzt ist das doch wieder im Weg. Jetzt geht das plötzlich, oder was? Wollt ihr mich rollen? Kann man sich irgendwie andersrum bauen? Wäre total schön. Na, wir bauen es da einfach erstmal hin und dann bauen wir uns hier noch eine Treppe ran. Zack. Ein bisschen weiter runter. So.
zack, kommen wir da hoch. Das sieht doch gut aus. Bauen wir uns hier noch eine Tür hin. Was brauchen wir dafür? Wall. Wand mit Durchbruch. Wand mit Tür. Da fehlen uns Nägel. Die können wir doch garantiert herstellen. Oh, echt jetzt? Das war schon zu viel? Scheiße, noch eins, ey. So. Dann haben wir hier grundsätzlich erstmal eine Verteidigungsbarriere. Wand mit Tür, Bild. Nee, da nicht. Da nicht. Das ist hoch und runter, das ist drehen. Okay. Dann machen wir so. Zack. Und dann haben wir hier eine Tür. Ich will die auch nicht upgraden, ich will die öffnen. Okay. So. Gut. Kommt hier nicht jeder Idiot gleich ran. Das ist ja erstmal sehr erfreulich. Zack, zumachen. Und dann müssen wir mal... Oh, komm. Dass das schon zu viel ist, ne? Wir brauchen schon wieder Ranken. Ich werde verrückt. Weil ich bin jetzt gerade ein bisschen darauf erpicht, Verteidigungsmöglichkeiten zu haben. Mach kaputt. Komm. Ja, weg damit. Gib mir Ranken. Ach komm. Ich werde gerade ein bisschen hibbelig, weil gleich ist 24 Uhr und der Totenkopf voll. Ranken, Ranken, Ranken. Komm. Malak. Zack, der ist auch weg und der auch weg. Dann haben wir ein paar zusammen, glaube ich. Kraut, da gab es keine Ranke gerade. Schade. Ist ein bisschen schwierig, sein Inventar so schnell im Auge, im Blick zu behalten. Es sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Das finde ich tatsächlich ein bisschen unschön gelöst. Aber gut. Hier hoch. Bauen. Floor. Fundament. Wow, reicht für ganze... Nicht mal für zwei. Und das Ding ist echt ein Müh zu hoch. Wie scheiße ist das denn? So kommt man drunter durch nachher, ne? Ja. Man kann... Ne. Na gut, wir bauen es halt erstmal so. Reicht's noch für den zweiten? Ne. Was fehlt jetzt? Es fehlt Baum. Gib mir mehr Baum. So. Also tatsächlich, man hat so ziemlich keine Stamina-Probleme. Ne, weil die tatsächlich nur fürs Rennen irgendwie gebraucht wird. Nicht fürs Zukloppen oder sowas, was wenig Sinn macht. Suchst du die Fernbedienung, Frau? Ich habe die extra mit hochgebracht, damit du nicht wieder runterrennst. Nett, oder? Dum dum. So. Gucken wir mal. Ich hoffe mal, da kann man nachher noch halbwegs gut durchgehen. Floor, noch ein Fundament. So, nochmal eins gegen. Ja, das ist doch... Es wirkt so eng. Das ist, wenn es gesnappt ist, nicht drehbar ist so richtig. Das ist auch ein bisschen doof. Aber okay. So, hier können wir durch. Können wir hier auch durch, um nachher schlafen zu gehen? Ja. So, und da hätte ich eigentlich auch ganz gerne noch eine Tür. Zäune kann man auch bauen. Schutzmauern, auch nett. Wall, Wand mit Tür. Brauchen wir noch mehr Holz und noch mehr Nägel. Kann ich noch mehr Nägel machen? Ich finde, ja, noch können wir ein paar. So, und dann müssen wir noch... Ey, ich kann mir auch nichts merken, ne? Ist unglaublich. Wie schlecht, ey. Holzbrett. Können wir da eins machen? Das ist eher für... Das hier ist für Holzsachen. Holzbrett. Sehr schön, dann kriegen wir noch eine Tür hin. Wall, Wand mit Tür, Bild. Jo. Zack. Dann haben wir hier doch schon mal halbwegs eine Verteidigungslinie. Von wo aus man runterschießen kann, wo sie nicht gleich dran sind. So, jetzt brauchen wir noch Mumpeln. Pfeile. Wir brauchen mehr Eisen, ne?
gucken, dass wir noch ein paar Autos auseinandernehmen. Und ein paar Tonnen. Da kamen wir doch Eisen durchgekriegt, oder nicht? Zack. Kupferdraht, Stück Eisen. Ja, sehr schön. Dann machen wir uns erstmal großzügigen Eisenvorrat. Wir hatten hier noch ordentlich Fässer rumliegen. Weil mit 44 Pfeilen komme ich, glaube ich, erstmal noch nicht weit. Zack. Und ich glaube, ich müsste bei Zeit mal was essen. Obwohl, so richtig, ne? Diese Kraftanzeige, ja, schön, cool. Zack. Noch mehr Eisen und noch mehr Eisen. Ich kriege ja 5 Pfeile pro Eisen. Und kannst du ein bisschen leiser machen, Nettie? Danke. So. Eisenfarm, Eisenfarm, Eisenfarm. Ich fühle mich hier immer noch nicht wohl. Stoff nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon mal da sind. Und dann ist diese dusselige Anzeige gleich voll. Ich bin gespannt. Zack. Was dann passiert. Und wenn nichts passiert, naja, dann haben wir auf jeden Fall das Ende der Folge erreicht. Ist ja auch schon mal was. So, ich glaube, man kann hier auf jeden Fall, wir können nochmal auf die Map gucken, wie weit sind wir jetzt gekommen. Also wir haben uns bisher nur hier vorne aufgehalten und die Map ist echt noch gewaltig viel größer. Ich glaube, sie ist auch handmade, nicht prozedural oder sowas. Dadurch ist es halt immer die gleiche Karte, aber ich glaube, der Loot wechselt dann trotzdem von Durchgang zu Durchgang. Da mag ich mich aber irren. Tür auf und Tür zu. Pfeile. So, Inventory full. Okay, 94. Boah, Bolzen? Armbrust? Ich will haben. Eine Armbrust bauen? Flammenwerfer, Hammer, Lichtschwert. Was? Lichtschwert? Okay. Need Respawn. Master Blacksmith. Okay, dann gucken wir doch mal. Da, tatsächlich, Lichtschwert. 13 Damage. Flammenwerfer, der Zombies mit Feuer verbrennt. Ist hier auch irgendwo ein Zweihänder. Auch schon mal nett. Starke Zweihänder aus Eisen. Animal Hunt. Ah. Zusätzlicher Schaden an Tieren. Ah, cool. Zombie Hunter. Zusätzlicher Schaden an Zombies. Okay, 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 okay. Competent. Sprungausdauer minus 50%. Okay. Farmer, Botanist. Oh, hier ist noch eine Menge mit. Uiuiui. Das ist ja übel. Okay. Da gibt es doch noch eine Menge. Skill. Wissen der über Holzfarbe. Material für Gebäude aus Holz minus 15%. Demolish Return Rate 10%. Inventarplätze. Ah, Plünderbeschleunigung. Cool. Steht hier irgendwo, wie viel wir jetzt haben? Außer, ja, doch, stand vorne da, ne? So, wo ist denn hier das Gewehr? Ich würde gerne ein Gewehr herstellen. Aber hier scheinen wir nur Herstellungssachen zu haben. Und hier ist mir denn so Skills, ne? Ist ja ganz nett aufgeteilt, wobei Herstellung echt noch sehr minimalistisch ist. Lautsprecher, Drahtlosgerät, Funkgerät. Bin ich verstärke, kann ein Werkband hergestellt werden. Kommunikationsanlage, benötigtes Funkgerät, kann der Wirkung hergestellt werden. Okay. Braucht man anscheinend für eine Kommunikationsanlage. Was man damit machen kann, wird hier leider nicht erwähnt. Das ist schade. Waffen upgraden, plus 8. Okay, Waffen können anscheinend upgradet werden. Ich will jetzt hier, glaube ich, mal so ein Schwert sehen. Forschungsmaterial, minus 20. Okay. Wir gucken nochmal. Kann ich jetzt hier, jetzt kann ich einen Zweihänder herstellen. Haben wir genug für das nächste auch noch? Wir gucken mal. Ist echt duster, ich brauche Licht. Kukari, Damage 8. Okay. Ist wahrscheinlich weit schneller. Hammer, Wurfball, auch nett. Rohr. Stabiles Rohr aus Eisen. Na gut, dann bauen wir uns erstmal ein Schwert. Zweihänder. Inventory full. Ja, das ist natürlich tragisch. Was packen wir denn da weg?
Hier den können wir stacken, wenn ich mich nicht irre. Darauf. Blätter bis zum Abwinken. Und Felsbrocken brauchen wir immer wieder. Hier Dünger brauchen wir. Ach nee, können wir gerade nicht wegpacken. Okay, aber wir können uns auf jeden Fall ein Schwert bauen jetzt. Zack. Und das packen wir dann auch hier unten rein. Es bleibt dann witzigerweise auch im Inventar drin. Oha, das ist aber arg langsam. So, wenn ich ein Schwert bauen kann, warum kann ich kein Schild bauen? Weil es ein Zweihänder ist. Ja, gut, okay. Aber zum Kukuri könnte man noch locker nochmal ein Schild dazu bauen. Eisenplatte. Also es gibt schon ganz nette Möglichkeiten. Ich glaube auch das Fallensystem. Es gibt, glaube ich, ein paar echt witzige Sachen neu. Knochenfalle, Falle mit Köder, Fassbomben, Vogelhaus. Für Federn, okay. Oder wahrscheinlich eher für... Boah, fick die Henne. Flammenwerfer, Stachelwerfer. Nett. Nett, nett, nett. Haben sich schon überlegt, wie man... Schneidewerkzeug. Hier, 7 Days lässt grüßen. Wie man effizient Zombies töten kann. Zur Abwehr von Zombies. Sie werden gestochen, wenn sie sich nähern. Jo, ich habe keine Ahnung, von wo sie sich nähern werden. Das ist halt schon doof, ne? So. Die Anzeige da oben ist jetzt fast voll. Wir haben 94 Pfeile. Kann ich irgendwie Feuer machen hier? Feuer. Leuchte. Nägel, Benzin und Blätter. Benzin habe ich da vorne gefunden, oder was? Ne, kann ich doch auch herstellen. Hier war es nicht. Benzin. Öl. So, das einmal hergestellt und dann brauchte ich noch Nägel. Inventory full. Super. Kann ich noch so eine Kiste bauen? Lagerkiste. Dann brauche ich mehr Nägel. Ha, witzig. Kann ich das essen? Nö. 11 minus 10. Geil. 11 plus 5. Wir tauschen das mal eben aus. Geht das? Das ist ja scheiße. Kann ich das droppen? Mal gucken, ob ich die Sachen droppen kann. So wie das hier. Ja, das ist ja schon mal gut. Droppen wir jetzt mal ein paar Eisensachen hin. So. Dann bauen wir mehr Nägel. Ist hier schon wieder falsch? Nee, war doch richtig. Ja, natürlich brauche ich Eisen für Nägel. Idiot. Stück Eisen, Stein. Das kann weg. Eisenerz, da kann ich gleich Eisen draus machen. Kalkstein kann auch erstmal weg. Die Frage ist, wie kann ich da Eisen draus machen? So. Kann ich hier Eisen machen? Nee. Zement, Ziegel. Nee. Und hier auch nicht. Gut. Was brauche ich denn noch? Was gerade hier? Nee. Hier auch nicht. Feuer. Leuchte. Blätter. Na, die haben wir doch hier in der Kiste. So, die Anzeige ist gleich voll und ich kann mir schon mal einscheißen. So. Game saved. Okay. Ah, wo waren das jetzt? Ich hab grad Angst. Ich geh mal hier hoch. Ist die Tür zu? Tür ist zu. Oh, jetzt ist sie auf, das ist dumm. Musik hat sich geändert. Ich bin ein bisschen gespannt, was jetzt passiert. Dum, diddle, dum. Ich sehe nichts passieren. Ich bin allein auf weiter Flur. Mit meiner Taschenlampe. Ich könnte einen Vogel abschießen. Mach ich auch. Ha, Treffer. Super gut. Okay. Es passiert erstmal gar nichts. Jetzt habe ich hier so eine schöne Falle und kann da nicht mal was mit anfangen, oder was? Wollte ich mich rollen? Also ich weiß gerade nicht, was abgeht. Es wäre schön, wenn das Spiel mir das irgendwie erklären würde.
Das Licht aus irritiert gerade ein bisschen. Hör ich was? Was ist denn jetzt los? Spiel, erzähl mir, was hier abgeht. Irgendwie ein Tipp oder sowas wäre schön. Die Viecher kommen abends und wollen dich töten. Stattdessen kommt andere Musik. Ja, super. Hilft mir ja mal gar nicht. Gucke ich jetzt weiter, ob ich hier... Deckenleuchte, Wandleuchte, Bild. Und weil ich ja offensichtlich noch irgendwie Zeit habe, kann ich das auch unten hinbauen. Ich will den nochmal aufheben. Wir sind ja recht schnell wieder oben. Oh, jetzt höre ich was. Da ist eine, ein einsamer Zombie. Die sich überlegt, sie möchte dann doch nicht hier sein. Aber ich lasse sie mal hier in die Falle reinrennen. Ich will das sehen. Schlock. Tot? Oh, muss ich wieder aufladen? Okay. Da ist der nächste. Okay, ich versuche jetzt hier lieber meine Fundamente kaputt zu kloppen. Oha. Oh, muss ich gar nicht nachladen. Das ging von ganz alleine. Ah, okay. Kann 30 Mal eingesetzt werden. Das ist nett. Dann probieren wir jetzt auch hier den Beehänder aus, oder was? Na, wo kommt der her? Ja, komm mal ran. Ich will das sehen. Daneben. Scheiße. Stirb. Ist auf jeden Fall schon mal effektiver als diese blöde Axt. Das Ding gefällt mir. Das finde ich richtig gut. Darf ich mehr von haben. Ah, okay. Komm her. Komm. Sei dumm. Ja, super. Schlock. Hin ist er. Okay, nachts kommen hier also die Zombie-Runs. Die Frage ist ja, wie lange geht das jetzt? Wenn es jetzt genauso lange geht wie dieser blöde Tag, ne? Dann wird das echt anstrengend. Wenn die quasi nicht 7 Days ist, sondern Everyday. Boah. Enthauptet. Okay, es werden mehr. Den schnappen wir uns noch mit dem Schwert hier. Und den gehen wir wieder auf unser Türmchen. Was war das denn? Komm her hier. Wir auch Damage taken. Oh, damit kann man schon ein bisschen aggressiver vorgehen, ne? Bisschen zurückweichen und dann fallen die wie die Fliegen. Komm, putt. Zack. Oh shit. Ah. Endstop-Wirkung finde ich toll. Da muss ich ja nicht meine wertvolle Munition hier verballern. Leben habe ich noch genug. Dann kommen jetzt hier fleißig angerannt. Ist ja schön. Oha. Crit. Okay. Also könnte geil sein, aber es ist tatsächlich einfach nur, die kommen einzeln angelaufen und das war's. Ist jetzt nicht so goddamn impressive. Also es werden wahrscheinlich dann irgendwann mehr werden. Da läuft ein Tierchen. Also die hier. Ah, jetzt ist vorbei, oder? Jetzt ist der Ring oben rechts wieder leer geworden. Ich glaube, jetzt füllt er sich wieder langsam. Ich glaube, ich habe das erstmal geschafft. Okay, na, quasi jede Nacht so einen kleinen Run, den man überstehen muss. Ne, da kommt noch mal einer. Okay. Dich kriegen wir auch noch klein. Also mehr als ein Zombie möchte ich damit halt auch nicht bekämpfen, ne? Jetzt fall schon um. So. Ah, die kommen auch fleißig weitergelaufen. Da kommt schon wieder der nächste. Wo auch immer die halt spawnen. Aber es spawnen jetzt wahrscheinlich keine neuen mehr nach. Da kommt auch noch einer. Hör auf, die Krach zu machen. Zack, rüber ab. Ja. Kommt noch einer. Da noch einer. Schön in einer Reihe.
Ist ja nett von ihm. Zack. Okay, man kann also Headshots mit dem Schwert machen. Wie behindert läuft der denn? Ich meine, viel behinderter als Zombie geht, glaube ich, auch nicht, oder? Mehr körperlichen Einschränkungen kann man kaum unterliegen. Ich glaube, da kommt rechts einer runter. Geh weg jetzt. Ab. Ich habe da einen gesehen, oder nicht? Ah, da kommt er angetrottet. Na, komm her, Keule. Zack. Ah, wir schnappen uns mal wieder den Bogen. Den finde ich schöner. Macht mehr Spaß. Der ist hin. Oh, jetzt werden es ein paar mehr. Oh ja, bedeuten mehr. Oha. Jetzt ist hier aber Run angesagt. Hau ab. Okay. Rückzug. Und abrennen ins Haus. Oh, warum ich die Tür zugemacht? Bin ich irre? Mach zu, die Hütte. So. Jo, das hat schon mal gesessen. Okay, der kommt hier einfach rübergelaufen. Das ist dumm. Das war sehr dumm. Das war äußerst dumm. Das Ding ist so geil. Warum kloppen die da oben jetzt auf die Tür ein? Sind die doof? Was ist denn euer Problem? Runter hier. Zack. Ja, das ist ganz schön dumm. So, jetzt ist die Musik auch vorbei. Na gut, geht's halt nochmal mit dem Bogen. Ja, geil. Das ist noch ein bisschen glitchy, ne? So. In dem Gelände. Was haben wir da Schönes bekommen? Forschungsmaterial. Bisschen Fetzen, bisschen nix. Okay. Ja. Das ist dann wohl, Night of the Dead. Soweit ganz witzig. Kann man sicherlich einiges mitmachen. Haut mich jetzt nicht komplett aus den Schuhen, so wie ich es gedacht habe. Es sah erstmal cooler aus. Es ist auf jeden Fall schick. Ne? Also Grafik. Ja, gibt keine 10 von 10. Ne? 7 von 10 kann man schon sagen. Es ist halt schön gemacht. Es ist schön, die Gegend, die ich bis jetzt sehen konnte, ist auch ganz schick in Szene gesetzt. Es ist am Anfang ganz schön langwierig und gewöhnungsbedürftig mit für alles, was du machen willst, hast du irgendwie ein eigenes eine eigene Toolbench und dann noch fünf verschiedene Arten Bretter und dies und das und dies und jenes. Das könnte man meiner Meinung nach so ein bisschen entschlacken. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch rumspiele, während ihr mich gar nicht mehr, das gar nicht mehr seht. Aber ich glaube, es hat Potenzial. Ich glaube, da kann man eine Weile Spaß mit haben. Ne, und gerade die Fallen, die machen halt echt Spaß. Die sind echt schick. Die sind so die Kirsche auf der Sahne bei dem Spiel. Ja, mal gucken. Der kann jetzt noch 11 Mal schwingen. Und mit ein paar Ästen kann ich den nachladen. Na zack, schon erledigt. Zack, kann er wieder 31 Mal schwingen. Wie geil ist das Ding denn bitte? 5 Stück rundherum und dann bin ich doch, glaube ich, schon fast glücklich. Wenn man nicht so glatt wie ich hier die Basis baut. Wird das wahrscheinlich nochmal cooler, wenn man das irgendwie um ein Haus rumbaut oder sowas. Das hätte Potenzial. Würde ich eine Spielerempfehlung geben? Ja, probiert's aus. Es hat auf jeden Fall einen ganz coolen Flow. Ist mit den Nahkampfwaffen ein bisschen zäh. Ne? Aber der Bogen zum Beispiel, der macht irre Fun. Der ist total cool. Ich würde gerne auch wissen, wie es mit dem Gewehr ist. Ne? Wird das dann nochmal ein bisschen weiterzocken, aber so. Bogen fühlt sich total geil an. Hast du irre Spaß dran, auch wie sie halt zurückgestoßen werden. Das fetzt schon für eine Mark. Ansonsten Inventar, ja, Handhabung generell finde ich bisher nicht so schön. Auch dieses Glitschen durch Bäume durch und Steine, okay, ja, ist alles Early Access, keine Frage. Ne, da kann sich noch einiges tun.
Aber muss es auch, ne? Also das ist nichts, was man so auf den Markt hämmern kann. Sind wir aber auch noch weit weg, ne? Wie gesagt, gerade erst irgendwie das Early Access Release gefeiert, vor irgendwie einer Woche oder so. Und ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge auch baubare Sachen und sowas. Wird wahrscheinlich echt noch viel kommen. Und sie sind da doch recht detailverliebt. Ich gucke mir hier gerade nochmal, könnt ihr auch nochmal reingucken. So ein bisschen die Fundamente an, die sind ja schon schick gemacht mit den Seilen dran und so. Das ist schon ganz cool. Also es ist nicht hässlich, es muss sich nicht verstecken. Ne? Und 7 Days, ja, kommt es doch halbwegs ran. Ne? Vielleicht sogar ein bisschen schicker. Aber halt auch, ist halt kein Call of Duty oder sowas, ne? Oder Battlefield. Von AAA-Titeln ist das weit, weit entfernt. Ich glaube, es ist auch ein relativ kleines Indie-Team, das das macht. Von daher sei es ihm verziehen, oder? Ich finde, das geht voll klar. Und ja, probiert es einfach mal aus. Haut in die Comments, wie ihr es gefunden habt. Was ihr denkt, hey, was fehlt mir da noch? Was sollte bei einem geilen Zombie-Spiel dabei sein? Ich habe hier nochmal einen Vogel, den ich jetzt gerade abknalle. Ja, lasst es mich wissen. Lasst mal ein bisschen quatschen darüber. Und ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zugucken. Wir sehen uns demnächst wieder mit Satisfactory und Grounded und was ich nicht alles im Repertoire habe mittlerweile. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, euer Ragnar Bertholdsen.